Das ist ein Reset, um eben bei Null anzufangen. Jeder kennt das, der einmal eine HTML-Seite erstellt hat, ohne Cascading Style Sheet, also ohne eine Gestaltung, und Überschriften verwendet, der bekommt eben diese Überschriften von H1 bis H6 in verschiedenen Größen dargestellt. Und auch werden Abstände per Standard eben dargestellt im Browser, die wir nicht haben wollen. Wir wollen bei Null anfangen. Deshalb kommt das Blank Joomla Template mit dem CSS-Reset. Das heißt, es wird alles runtergefahren, alles auf Null. Es gibt keine Abstände und es gibt auch keine Überschriften, die irgendwie unterschiedlich aussehen. Die sehen alle gleich aus, genauso wie der Text. Es liegt eben an einem selbst, die Überschrift, Größen, Farben und das Ganze im CSS zu definieren. Ein weiteres Feature ist der Modernizer. Das ist kein Schreibfehler, das wird so geschrieben. Unter anderem vom Paul Irish ins Leben gerufen. Paul Irish arbeitet bei Google und mit dem Modernizer habe ich die Möglichkeit, das ist ein JavaScript, mit dem Modernizer habe ich die Möglichkeit, dem Browser zu prüfen, ob der HTML5 und CSS3 unterstützt. Also das ist ein einziges JavaScript, was ich lade in dem Head-Bereich vom Template und der spuckt mir eben verschiedene Klassen aus, die ich dann verwenden kann im Cascading Style Sheet, um eben HTML5 und CSS3 zu verwenden. Okay, HTML5 wird erst 2014 verabschiedet, aber einige Features können wir jetzt schon verwenden. Und wir wollen ja die Webseiten der Zukunft gestalten und deshalb greifen wir da auf HTML5 und CSS3 zurück. Pi, Progressive Internet Explorer, ist ein weiteres Feature, was CSS3 unterstützt. Das heißt, ich kann einige Eigenschaften von CSS3 verwenden, sogar schon im Internet Explorer 6. Und Pi ermöglicht mir das. Ein JavaScript, was nur geladen wird von eben betroffenen Browsern, also von Browsern, die CSS3 noch nicht können, unter, eigentlich ist es nur der Internet Explorer, deshalb heißt es Pi. Ja. Progressive Internet Explorer. Internet Explorer ist ja der beliebteste Browser bei einem Webdesigner. Den Internet Explorer 6 kann man schon kicken, sage ich mal. Den braucht man nicht mehr zu unterstützen, aber wir haben noch unser Lite mit dem 7er und mit dem 8er und da kommt dann Pi zum Einsatz. Des Weiteren wird ein Kompressor noch mit vorgeschaltet vor dem Cascading Style Sheet. Das muss man sich so vorstellen, dass das Cascading Style Sheet, wenn ich das aufrufe im Editor, ja ganz normal zum Editieren angezeigt wird, also mit Syntax-Highlight. Der Kompressor, den ich vorschalte per PHP, der macht mir aus diesem schönen gestalteten Cascading Style Sheet eine einzige Zeile. Also der löscht alle Zeilenumbrüche, alle Leerzeichen, alle Zeichen, die nicht notwendig sind und spuckt das mir in einer Zeile aus. Und das ist meistens so, dass ich da 50% an Dateigröße einsparen kann durch den Kompressor und somit wird die Seite eben schneller geladen. Also die Ladezeit ist ja auch ein Google-Ranking-Faktor und deshalb ist dieser Kompressor, kommt der mit, um einfach die Performance zu steigern. Ein weiterer Punkt sind CSS-Variablen, da gehe ich aber heute nicht großartig drauf an, ist nur, dass es möglich ist. Ja, CSS ist eigentlich keine Programmiersprache, sondern wie HTML eine beschreibende Sprache, aber ich kann mit PHP eine Datei auszeichnen, dass sie so tut, als wäre es ein Cascading Style Sheet und per PHP habe ich dann die Möglichkeit, eben Variablen einzusetzen. Gerade in Kombination mit Parametern, die ich verwende bei einer Template-Entwicklung, auch ein eigenes Kapitel, gehe ich heute auch nicht drauf ein, nur kurz am Rande, sind CSS-Variablen schon ein mächtiges Tool. Okay, welche Software brauche ich, um das Blank Joomla Template in Gang zu bringen oder zu bearbeiten? Ein Webserver mit Joomla, ganz klar. Als Editor habe ich hier einfach mal den Notepad++ aufgezählt für Windows-User oder TextWrangler für Mac-User. Beide unterstützen Syntax-Highlight und genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen kein Wieseweg. Wieseweg habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht und wahrscheinlich einige von euch auch. Es ist nicht immer das, was man bekommt, was man sieht. Also Wieseweg, what you see is what you get. Also der Quelltext sieht meistens anders aus, gerade wenn man irgendwelche Sachen mal weglöscht oder mit Tabellen hantiert. FTP-Client, WinSCP, CyberDuck, gerade in Verbindung mit dem Editor, WinSCP, Notepad++ für Windows-User oder CyberDuck und TextWrangler ist es die Kombination, um eben ja, im Web zu entwickeln. Browser, Firefox mit Firebug
ist mein Lieblingsbrowser einfach nur wegen Firebug. Joe Hewitt ist ja der Ersteller von Firebug, der auch Mitbegründer von Firefox ist. Und der auch, ja, sag ich mal, so viele Tools für Webdesigner online stellt, dass man gar nicht hinterherkommt, die zu gebrauchen. Unter anderem auch IUI, das iPhone User Interface, was Wolfgang Disch in seinem Template iPhone One super umgesetzt hat. Und ja, Firebug wird natürlich Firefox am besten implementiert. Okay, welche Kenntnisse brauche ich, um das Blank-Tumor-Template zu betreiben? Anhand den ganzen Pluszeichen kann man schon sehen, dass es viele Kenntnisse sein werden. Joomla-Templates selber zu erstellen, ist halt ein sehr interdisziplinäres Verfahren. Das heißt, ich muss viele Kenntnisse aus vielen Bereichen haben. Man muss es nicht perfekt können, aber manche Bereiche muss man eben beherrschen. PHP, PHP, Hypertext Präprozessor, darunter ist Joomla geschrieben, also braucht man das natürlich auch für die Template-Entwicklung. JavaScript braucht man für den Start nicht, allerdings kommt Joomla bei jeder Standardinstallation mit der JavaScript-Bibliothek MooTools, was ich ein bisschen unglücklich finde, weil ich als Webdesigner würde gerne selber entscheiden, welche Bibliothek ich benutze. Einige Standardkomponenten sowie die Kontaktkomponente brauchen aber diese MooTools Library, weil die da ihre Validierung drüber machen. Wenn ich jetzt aber diese Komponente nicht verwende, brauche ich auch diese MooTools Library nicht. Aber es werden trotzdem 50 Kilobyte hinzugeladen. Und da muss man dann irgendwie so umständlich eben mit ein paar Zeilen Code versuchen, diese Bibliothek wieder rauszunehmen. Und da ist JavaScript ganz hilfreich. Aber wie gesagt, ganz am Anfang, für den Einstieg braucht man es nicht unbedingt. CSS, das kann man nicht perfekt genug beherrschen. Cascading Style Sheet. Letztendlich geht es ja in der Template-Entwicklung um Gestaltung. Und die komplette Gestaltung hinterlegen wir im Cascading Style Sheet. Das, was HTML ist, ist die Struktur. Was Gestaltung ist, ist CSS. Kann ich unter Umständen auch mit JavaScript noch direkt im Browser nachträglich verändern. Aber das Groß wird im Cascading Style Sheet hinterlegt. Ganz klar, ich brauche HTML, Hypertext Markup Language, um eben meine Struktur aufzubauen, welches Tabellenlayout ich letztendlich verwende, Header, Footer, das Ganze passiert in HTML. Weiterhin brauche ich XML, Extended Markup Language, das brauche ich nur für eine einzelne Datei, und zwar für die Installationsroutine, also die Template Details XML, wer schon mal sich näher mit den Template-Entwicklungen befasst hat, kennt diese Datei, gehe ich nachher auch gleich drauf ein. XML brauche ich, um eine ordentliche Installation eines Templates, um eine ordentliche Installationsroutine zu schreiben und um Parameter zu bestimmen. Und zum Schluss die Joomla API. Einige Codefetzen von der Schnittstelle werden benötigt, um eben ein Template zum Laufen zu bringen. Also um Module zu laden, um eine Komponente zu laden oder den Head-Bereich. Dafür brauchen wir die Joomla-API. Okay, starten wir mit dem Blank Joomla-Template herunterladen und entpacken. Und dann sehen wir diese Fülle von Dateien. Also jede Menge Ordner, jede Menge Dateien. Letztendlich, außer die hier unten, das sind alles Bilder, folgt das alles irgendwie dem Unix-Prinzip. Alles ist eine Textdatei, alles kann ich mit dem Editor öffnen. Also keine Angst haben, wenn man einen der Editor benutzt, kann man jede Datei dort öffnen, außer Bilddateien. Ja, da sollte man ein Bildbearbeitungsprogramm benutzen. Und streng genommen brauchen wir nur zwei Dateien für ein funktionstüchtiges Template. Das ist die Index.php, dort werde ich meinen Quelltext hinterlegen. Und das ist die Template-Details-XML. Dort werde ich meine Installationsroutine hinterlegen. Und diese zwei Dateien allein geben schon ein voll funktionstüchtiges Template ab, das ich installieren kann im Bankit. Ich nenne es hier Mini-Template. Und die Index.php wollen wir uns jetzt mal angucken. Das ist die wichtigste Datei, weil dort der komplette Quelltext generiert wird und ausgespuckt wird. Also dort hinterlege ich mit PHP oder meine Kontrollstrukturen, was denn alles ausgegeben werden soll. Dort hinterlege ich mit HTML überhaupt die Struktur, wie die Seite aufgebaut wird. Dort werden JavaScript-Bibliotheken eingebunden. Dort werden Cascading Style Sheet eingebunden. Also die Index.php ist die wichtigste Datei.
Und vom Mini-Template aus gesehen, habe ich das Ganze mal so weit runtergeschrumpft, weniger geht nicht. Ne? Also angenommen, man möchte mit einem Template wirklich von ganz vorne starten, könnte man hier mit dieser Index.php eben loslegen. Das sind ein paar Zeilen Code, die es aber etwas in sich haben. Schauen wir uns erstmal den HTML-Bereich an. Das ist statisch. Ne? Doctype HTML ist schon HTML5, können wir benutzen, wird von jedem Browser verstanden. Und der Rest ist quasi die Basis eines jeden HTML-Dokuments. Ja, ich öffne mit HTML die Seite, habe im Head-Bereich das, was der Browser sieht, ich habe im Body-Bereich das, was der User sieht, und damit beginne ich eigentlich jede HTML-Seite. Oben starte ich mit einer PHP-Zeile, also mit kleiner als Fragezeichen PHP, Fragezeichen größer als schaffe ich im PHP-Bereich. Das ist der Vorteil von PHP und HTML. Ich kann das alles in eine Datei schreiben. Ich kann einfach mit diesen kleiner als und größer als PHP-Bereiche schaffen, mittendrin in HTML, und kann so mit PHP und HTML immer hin und her switchen. Define, J, exec or die sagt mir eigentlich nichts anderes. Oder diese Zeile wird genutzt, damit diese Index PHP nicht direkt aufgerufen werden kann. JExec, das ist eine Variable, die gibt mir nichts anderes aus wie einen boolischen Wert, 0 oder 1. 1, wenn ich die Datei direkt aufrufe, 0, wenn sie vom System aufgerufen wird. 0, wird sie mit 0 aufgerufen, die Datei, dann wird die korrekt dargestellt. Ne, meine Webseite wird aufgebaut, wird sie mit 1 aufgerufen, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Also streng genommen ist das nicht nur PHP, sondern das JExec ist die Schnittstelle zur Joomla-API, und das muss man nicht jetzt unbedingt wissen, warum das so ist, sondern man muss also in der Gänze verstehen, sondern man muss einfach nur die Zeile kennen und anwenden. Also mit Copy-Paste bzw. mit dem Blank Joomla-Template, da steht sie ja drin, einfach verstehen, was diese Zeile bewirkt, und nicht in der Gänze jetzt versuchen, das PHP oder die Joomla-API da drin auseinanderzunehmen. Weiterhin geht es mit der Joomla-API, JDoc, include, damit binde ich verschiedene Bereiche ein, die Joomla mir eben bereitstellt. In dem Head-Bereich kriege ich, alle Sachen, die im Head-Bereich geladen werden von Joomla, binde ich mit dieser Zeile ein, mit diesem Typ Head. Und was in den Body-Bereich gehört, das ist Type-Message und Type-Component. Type-Head ist also der Platzhalter dafür, im Head-Bereich zum Beispiel die Metadaten, die ich im Backend in der globalen Konfiguration hinterlege, eben auszugeben. Der Type-Message ist dafür gedacht, um Systemnachrichten auszuspucken. Wer im Frontend mal editiert hat, kennt das. Ich öffne einen Beitrag, schreibe was, speichere ab, und das System sagt mir, erfolgreich gespeichert. Und dafür ist eben dieser Type-Message zuständig, Type-Component. Dort werden die Beiträge geladen und eben alle anderen Komponenten auch. Also wenn man Zoo zum Beispiel verwendet, das CCK von Useam, dort ist dann der Platz, wo es geladen wird. Nein, hier sind noch gar keine Modulpositionen. Dann stünde hier Type Modules, komme ich aber später auch noch drauf. Also das ist die kleinst funktionstüchtigste Index.php, die ihr euch vorstellen könnt. Das Ganze sieht eben so aus im Quelltext, wenn ich jetzt dieses Index, also dieses Mini-Template installieren würde und das aufrufen würde, würde der Quelltext im Browser so aussehen. Die Type Head, JDoc include Type Head, spuckt mir quasi das komplette hier aus. Also oben die Basis-URL, wo es denn installiert ist, Metadaten, der Title Tag und eben die Verlinkungen und Skripte, die geladen werden. Und hier sieht man, drei Skripte kommen: Core, Modules, Caption. Core kann ich mir auch irgendwo verstehen, ich glaube, es sind nur 1,7 Kilobyte groß, aber Modules mit 50 Kilobyte ist schon eine Zumutung, wenn ich es nicht gebrauche. JDoc include type message gibt mir dieses HTML-Konstrukt aus, und dort werden dann, je nachdem, welche Aktion ich eben mache, meine Systemnachrichten geladen.
Und JDOC Include Type Component gibt mir diesen Block aus. Das ist jetzt einfach nur die Startseite mit der Überschrift Home. Hinzu kommt seit 1.7, ich weiß nicht warum, Slick Unique ID gleich 1. Keine Ahnung, was das soll. Ich stand davor und habe gedacht, das habe ich doch gar nicht reingeschrieben. Ich weiß es nicht und ich finde es auch eine weitere Zumutung zum Mootools. Warum schreibe ich das denn nicht da rein? Warum schreibt das Joomla mir da rein? Und ich weiß halt nicht, für was es ist. Es ist ein Rätsel, wenn es jemand weiß, sollte sich melden. Ah, dann gebe ich dieses Rätsel einfach mal weiter. Okay, das, was ich statisch an HTML hinterlegt habe, das wird natürlich auch statisch ausgespuckt. Also hier mein HTML-Konstrukt in der Index.php. Okay, das Mini-Template hat noch eine zweite Datei, die Template-Details.xml. Dort kann ich Informationen, allgemeine Informationen des Templates hinterlegen, Installationsdateien, Modulpositionen und Parameter. Also allgemeine Informationen. Das ist sowas wie der Autorname, wann es erstellt worden ist, ebenso allgemeine Informationen über das Template, auch wie es heißt. Installationsdateien ist eine Auflistung sämtlicher Dateien, die zum Template gehören. Modulpositionen sind die Positionen, die ich verwende, um eben Module einzubinden. Das lege ich selber fest, auch die Namen. Und Parameter sind eben ist ein Werkzeug, was mir bereitgestellt wird über Joomla, um eben das Template noch mit verschiedenen Funktionen auszurüsten. Zum Beispiel eine Auswahl aus mehreren Hintergründen. Das könnte ich als Parameter zum Beispiel definieren und dem User des Templates einstellen lassen. Ja? Von Mootools? Ah, okay, danke. Siehst du, das ist dann doch nur eine Sache, die ich nicht verstehe, Mootools. Und die ist dann für alles andere verantwortlich. Okay, in der Template Details XML, die sieht so aus, meine Mini vom Mini-Template. Ganz oben am Anfang, da wünsche ich mir, dass HTML5 Einzug erhält in XML, also dass ich da nur Doctype XML hinschreiben könnte. Aber stattdessen muss ich irgendwie so eine komische Definition eben da oben noch reinschreiben, die ich nicht verstehe. Ja, also das muss ich immer per Copy-Paste quasi verwenden, weil sowas kann sich kein Mensch merken. Ja. Ist leider so, aber das ist ja der große Fortschritt eben bei HTML5. Dort schreibe ich einfach nur Doctype HTML und gut ist. Hier bei XML ist man anscheinend noch nicht so weit. Wie auch immer, sämtliche Informationen der Template Details XML stehen zwischen dem Install-Tag. Das sind zum Beispiel allgemeine Informationen, die eben zu jedem Template gehören. Die kann man dann eben nach seinem Gutdünken umschreiben. Die Installationsroutine sieht so aus, dass hier alle Dateinamen aufgelistet werden. In 1.5 war das wirklich so, dass man jede einzelne Datei da auflisten musste. Mittlerweile kann man auch statt Filename hier Folder schreiben und dann hat man einen ganzen Ordner, der eben mit installiert wird, mitsamt seinen Dateien. Und das ist für mich eine ziemliche Erleichterung, weil bei den Templates, die ich entwickle, kommt schon mal vor, dass 50 Bilder genommen werden. Und wenn ich dann nur Folder Images nehme, ist das gut. Wenn ich dann aber 50 Mal irgendeine Datei runterschreiben muss, dann ist das natürlich sehr fehleranfällig. Und von daher ist das schon ein guter Sprung nach vorne. Modulpositionen werden unter Positions angegeben und Position ist eine einzige Modulposition. Debug sollte in keinem Template fehlen. Das ist die Position, die im Frontend mir die Datenbankabfragen ausgibt, wenn ich im Backend den Debug-Modus starte. Ich habe ja die Möglichkeit, im Backend in der Konfiguration den Debug-Modus zu starten. Und der wird nur ausgespuckt, diese Abfragen, wenn die Modulposition Debug eben dabei ist. Also ist das die einzige Modulposition, die wirklich Pflicht ist bei jedem Template. Und so sieht die Mini
Template Details XML aus. Nein, nein, muss nicht. Kann man wahllos einfach über. Das wird Backend von Joomla alphabetisch sortiert automatisch. Also stünde da jetzt da Sue und keine Ahnung, Better, dann könnte ich Better hier unten drunter schreiben, Sue da oben und im Backend, wenn ich ein Modul eben unter dieser Position veröffentlichen will, wird das automatisch alphabetisch sortiert. Okay, also dieses Mini-Template, wenn ich das jetzt in einen Ordner packe, diesen Ordner Mini nennen, so wie ich das Template eben benannt habe, und diesen Ordner zippe, mini.zip, habe ich die Möglichkeit, das korrekt zu installieren und bekomme dann hier eine erfolgreiche Systemmeldung. Okay, dieses Mini-Template ist natürlich, kann nicht alles sein. Damit können wir uns nicht zufrieden geben. Das heißt also, die Index.php wird erweitert um einen Cascading Style Sheet. Klar, wir wollen ja gestalten. Um einen Modernizer, um eine Browserweiche, um Py und um das Debug-Modul, was wir ja schon definiert haben, aber auch in der Index.php einbinden wollen. Cascading Style Sheets, dafür steht der Ordner CSS zur Verfügung. Den habe ich einfach so genannt. Es ist also keine Pflicht, den CSS zu nennen. Man kann den auch einfach Style Sheet nennen oder wie auch immer. Wichtig ist nur, dass der Pfad dann stimmt, wenn ich das in der Index.php dann auch einbinde. Und dort kommt das Blank Joomla Template schon mit einer Vielzahl von Cascading Style Sheets, die alle für eine Datei zuständig sind, zumindest die Style Sheets. Zwei sind nochmal herausgehoben, die haben nicht die Endung CSS, also sind eigentlich keine Style Sheets. Die Index.html ist so ein Sicherheitsding. Da steht nichts anderes drin wie eine weiße Seite. Die verhindert, dass, wenn ich keine Index.html da drin habe und diesen Ordner direkt aufrufen würde, dass ein Directory Listing stattfindet. Also statt die Auflistung aller Dateien in diesem Ordner bekomme ich eben nur eine weiße Seite. Das zweite Datei, die keine CSS-Datei ist, ist die Template CSS.php. Und die habe ich erstellt, um den Kompressor eben davor zu schalten. Das ist nichts anderes wie der Kompressor und das Cascading Style Sheet, was inkludiert wird. Okay, so sieht die Template CSS.php aus. Keine Panik, man muss nicht wissen, was da jetzt wirklich abgeht. Man muss nur wissen, was es macht. Und zwar ist das mein Kompressor. Der macht nichts anderes, ein PHP-Skript, als Zeilenumbrüche rausnehmen, Leerzeichen rausnehmen oder irgendwelche Sonderzeichen, die ich nicht brauche oder überflüssig sind. Das alles wird mit diesem Skript gemacht und ganz zum Schluss binde ich eben meine Template-CSS-Datei ein. Wird die Datei aber für mich trotzdem so erhalten, dass ich sie vernünftig benutzen kann? So sieht die Template-CSS aus. Ne? Also die Syntax-Highlight bleibt erhalten. Ich kann da ganz vernünftig mein CSS ablegen. So soll es ja auch sein. Den Kompressor, die Template-CSS-PHP, die rühre ich eigentlich gar nicht an. Nur wenn ich CSS-Variablen benutzen möchte oder eben erweitert entwickle. Ansonsten sieht mein CSS so aus, das heißt, das ist eine separate Datei. Und auch hier keine Panik, das erste, was hier findet, das ist das Reset-Sheet. Das heißt, hier nulle ich alles. Hier fahre ich alles runter, alle Abstände werden genullt, alle Schriftgrößen werden genullt. Und dieses Style-Sheet ist auch nicht irgendwie eine eigene Erfindung, sondern das ist im Internet so ein gängige Praxis für Webdesigner eben. Man benutzt ein Style-Sheet, um eben zu resetten. Und dann fange ich an mit meinen eigenen Definitionen hier mit HTML und Body eben. Wie binde ich Cascading Style-Sheet in der Index.php ein? Hier unten sieht man immer mal, um welche Datei es sich handelt. Sieht kompliziert aus, ist es auch. Aber auch hier muss man eigentlich nur wissen, was der Code macht. Die erste Zeile ist dafür da, um den Template-Pfad in einer Variable zu speichern. Also wer noch gar nicht mit PHP irgendwie sich auskennt, mit Dollar und irgendeinem Namen fängt jede Variable an. Und da speichere ich eben meinen kompletten Template-Pfad. Also in dem Fall wäre es dann Templates-Mini. Und die T-Pass-Variable kann ich dann eben noch weiterverwenden.
Hier werden die Dokumenteneigenschaften geladen in die Variable $doc von Joomla. Und hier kann ich dann dem Dokument eben das Cascading Style Sheet zuweisen. Hier benutze ich auch die template.css.php, die ja die template.css einbindet. Aber ich schalte ja den Kompressor davor, deshalb benutze ich diese Datei. Und hinten mit dem Fragezeichen v gleich 1.0.0, so gebe ich eigentlich in der URL im Browser Variablen über. Ich benutze das eigentlich nur aus dem Grunde, wenn ich das Cascading Style Sheet umgeändert habe, ändere ich einfach die eine Zahl davon, 1.0.1 zum Beispiel, und dann wird die im Browser wie als eine neue Datei angesehen, als hätte ich ein neues Cascading Style Sheet verwendet und wird eben neu geladen. Das verhindert eben, dass ein User, der die Seite noch im Browser-Cache hat, die Seite nicht korrekt angezeigt bekommt. Okay, das Ganze spuckt mir als Quelltext eben einen vernünftigen Link eines Style Sheets aus. Ja, bitte? Ja, ganz am Anfang. ITR.IM/BJT. Alles klar, gemerkt. Ich kann ganz zum Schluss, wenn der Vortrag zu Ende ist, kann ich es nochmal einschalten. Neben dem Cascading Style Sheet erweitern wir die Index.php und noch um den Modernizer. Also unter modernizer.com habe ich die Möglichkeit, mir das Skript selbst zusammenzubasteln, indem ich eben das auswähle, was ich überprüft haben möchte. Generiere dieses Skript, lade es herunter und kann es dann abspeichern in meinem Ordner JS, JavaScript, den ich auch einfach so der Bequemlichkeit einfach nur JS nenne. Und über die $doc-Variable kann ich eben, stand da ja addStyleSheet, jetzt addScript, dieses JavaScript vernünftig einbinden. Der Modernizer, der macht eigentlich nichts anderes, beziehungsweise um den Modernizer zu starten, muss ich dem HTML-Tag noch eine Klasse geben und die nennt sich no-js, also nur dann funktioniert das Skript und wenn ich dann den Modernizer korrekt eingebunden habe und den Quelltext aufrufe, dann spuckt er mir das hier aus. Und damit kann ich zum Beispiel Border Radius, mit dieser Klasse kann ich dann eben Border Radius definieren, was dann von dem Browser hier auch unterstützt wird. Würde der Browser es nicht unterstützen, zum Beispiel hätte ich das jetzt mit dem Internet Explorer aufgerufen, stünde da ein No-Border Radius davor, also das macht das Skript. Es überprüft eben, welche HTML5 und CS3 Features verfügbar sind. Und spuckt mir dementsprechend eben die Klassen aus. Und so habe ich die Möglichkeit, auch Fallback-Lösungen eben im Cascading Style Sheet zu hinterlegen. Gut, HTML-Class NoJS, das ist die Klasse, die ich brauche, um den Modernizer vernünftig einzubinden. Ich möchte aber eine Browserweiche, um eben auch den Internet Explorer korrekt anzubinden. Das ist das hier. Diese Browserweiche habe ich auch von Paul Irish abgekupfert, um die Sprachvariable noch erweitert. Aber Paul Irish hatte ein HTML5 Boilerplate rausgebracht und das ist dem seine Browserweiche, die ich einfach ziemlich genial finde. Warum? Weil er, je nachdem mit welchem Internet Explorer ich eben draufkomme, gibt er mir eine Klasse IE8, IE7, IE6 aus und mit diesen Klassen kann ich arbeiten, um eben auch mein Template vernünftig im Internet Explorer, egal welche Version, anzeigen zu lassen. Also ich brauche nicht mehr irgendwie umständliche Hacks zu verwenden. Wer schon mal für den Explorer gestaltet hat, der kennt die vielleicht, Stern-Hacks, Stern-Plus, HTML-Hacks. Die brauche ich alles nicht mehr, wenn ich diese Browserweiche habe, weil ich kann einfach mit der Klasse IE6 davor alles andere definieren. Also da spreche ich nur diesen Internet Explorer 6 an, beziehungsweise mit Oldie spreche ich alle Internet Explorer unter 9 an und die letzte Zeile ist quasi für alle übrigen Browser gedacht. Also das ist mein HTML-Tag, den ich
für jeden Browser, für jeden Internet Explorer Version schreibe. Und das ist meine Browserweiche. Diese Schreibweise this language ist eigentlich nichts anderes wie die ausführliche Schreibweise von dem Echo-Befehl von PHP. Also mit Echo gebe ich ja eine Standardausgabe aus. Das ist so das Erste, was man macht, wenn man sich mit PHP befasst. Echo, Hello World. Was man so rund im Internet Explorer immer so zickig bleibt? Ja, mit dem Neuner geht es ja. Mit dem Neuner ist eigentlich recht pfiffig, also funktioniert. Ja, das sind ja alles so Anfängerfehler, ne, von Microsoft. Nein, das ist ja, das Ganze ist ja aus dem Krieg heraus, ne, aus dem Krieg heraus, dass jede Firma die eigenen Standards erstellt. Und deshalb ist ja auch das W3C ins Leben gerufen worden, damit man eben einen Standard definiert, an den sich alle halten sollen. Und das ist dieses IE678, das ist der langsame, dieses Gänsefüßchen von Microsoft. Okay, wir machen dann doch auch den Standard, der uns vorgegeben wird. Also mit 9 geht es auch schon. Also ich kann mit 9 ja schon einige CSS3-Features verwenden. Also der 9er finde ich gut. Ja. Aber der 6er, gut, aber der ist jetzt auch so langsam weg. Und der 7er, gut. Da kommt ja jetzt der Pi noch ins Spiel. Das ist auch ein JavaScript, um eben Progressive Internet Explorer, um CSS3 im Internet Explorer zum Laufen zu bringen, unterhalb 9, also 8, 7, 6. Unter dieser URL kann ich diese HTC-Datei herunterladen. Ich weiß nicht, warum sie HTC heißt, keine Ahnung, ist ein JavaScript. Und das verwende ich eben, um CSS3-Eigenschaften im Internet Explorer zum Laufen zu bringen. Ich speichere die ab im Ordner JS und kann hier zum Beispiel mit meiner Browserweiche und dem Behavior URL JS Pi HTC CSS3-Features wie Border-Radios oder Farbverläufe oder Box-Shadow verwenden. Und das funktioniert eben auch im Internet Explorer 7 und 8. Internet Explorer 6, 7, 8 werden angesprochen mit der Klasse Oldie. Die CSS3-Klasse ist die Klasse, die ich selbst vergeben habe. Dann kommen 3 Zeilen CSS3-Code, die eben den Border-Radius hier bei 8 Pixel bestimmen, also auf jeder Ecke. WebKit, das ist das Attribut, was nur den Safari und den Chrome anspricht. Mozilla ist das Attribut, Mods Border Radius, was eben den Firefox anspricht. Und Border Radius ist eigentlich der klassische, also so wie CSS3 es eben vorsieht. Okay, kommen wir jetzt an den Debug-Modul. Das wird hier mit dieser JDOC-Include-Anweisung eingebunden. Type Modules, Name Debug. Das ist das, was ich vorher in den Template Details XML eben angeben muss, die Position Debug, damit ich die dann auch in der Index.php eben einbinden kann. Ja, das hatten wir ja eben bei der Mini-Template-Details-XML schon gesehen. Die Position muss vorher eben definiert werden, bevor ich die verwende. Okay. Bei der Index.php gibt es noch 3 Kleinigkeiten, die in dem Blank-Joomla-Template mit eingebunden sind. Das ist einmal die Page-Class, Generator-Tag und Mobile-Add-ons. Nur kurz drauf einzugehen, die Seitenklasse kann ich ja, wenn ich im Backend das Menü öffne, zum Beispiel den ersten Eintrag Home, kann ich hier in den Optionen, in den Parametern eine Seitenklasse definieren. Und um diese Seitenklasse eben dann auch verwenden zu können im Cascading Style Sheet, frage ich die in der Index.php ab. Und das mache ich mit diesen 3 Zeilen. Mit $app, JFactory, get application lade ich lade ich das Applikation. Ich hatte es schon auch mal griffiger. Egal. Lade ich sozusagen die Applikation und mit Dollar in der Variable $params frage ich eben die Parameter ab, die ich in der globalen Konfiguration ablege oder im Menü oder eben im Joomla Backend. Und hier mit PageClass-Params frage ich dann ein einzelnes Parameter ab, eben diese PageClass.sfx, also dieser Suffix, diese Anbindung der Seitenklasse,
Die ist jetzt in meiner Variable $PageClass gespeichert und dann kann ich die jetzt verwenden. Ne? Und die verwende ich immer in dem Body-Tag, weil das mein übergreifender Tag ist, um eben alles Sichtbare im Browser zu definieren. Der Generator-Tag, den setze ich immer gerne auf 0. Das ist ein Meta-Tag, der mir ausgespuckt wird, wenn ich den Quelltext mir angucke im Browser. Und da steht immer drin Joomla 1.7 oder die jeweilige neue Version. Und ich als Webdesigner will vielleicht verhindern, dass nicht jeder sofort weiß, dass da Joomla drunter ist. Und deshalb kann ich mit dieser Zeile den Generator-Tag 0 setzen. Oder ich kann was total Verrücktes tun, kann da Drupal draus machen. Also der Meta-Tag wird damit beeinflusst und das habe ich eben in der Hand. Hinzu kommt noch so Mobile Add-ons. Das Blank Joomla Template ist eben aus der Praxis heraus und mit dem Internet Explorer 6, was ja langsam weggeht, müssen wir nicht mehr so viele Browser-Unterstützung leisten. Hinzu kommen aber jetzt die mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets. Und um diese mobilen Geräte eben auch zu unterstützen, habe ich hier einen Viewport mit drin, um zum Beispiel, wenn ich mit einem iPad meine Webseite aufrufe, dann wird die nicht automatisch verkleinert, sondern wird vernünftig auf dem Zoom 1.0 eingestellt. Die anderen drei Links sind nichts anderes wie Icons, die ich einbinde, wenn ich eben unter dem iPhone oder dem iPad meine Seite abspeichere in Safari. Habe ich ja die Möglichkeit, das auch auf dem Homescreen zu legen. Und auf dem Homescreen liegt dann eben ein Icon und das lege ich hier ab. Ja? Gibt es einen Grund, warum die im Root-Verzeichnis liegen? Ja, weil ich die da reingelegt habe. Nee, also die könnten auch in der Image-Datei. Ich frage ja, ob es einen Grund dafür gibt. Nee, also das ist wahllos. Ne? Also das ist. Ich habe es einfach nur in den Root-Verzeichnis eben gelegt. Das Wichtige ist ja der Link hier. Ne? Die tpath-Variable hat ja den korrekten Pfad zu dem Bilddatei, zu dem Icon-Datei und der muss eben stimmen. Okay, die ganze Index.php sieht dann so aus. Zum Abschreiben lasse ich euch ein bisschen Zeit. Und nun, Index.php abgeschlossen, ist ein bisschen komplex, aber die Präsentation ist auch online. Danach gebe ich nochmal die URL raus und dann kann man das nochmal nachlesen. Auf was ich kurz eingehen will, eigentlich sind Overrides, ist ein Kapitel für sich, könnte man einen ganzen Talk drüber halten. Sprachdateien kann man kurz anreißen. Printversion, Fehler und Offline-Seite, Bilder und Icons. Das ist eben das, was noch zu einem Template gehört. Alles andere ist, ein nicht vollwertiges Template in meinen Augen. Gehen wir auf die Ordnerstruktur des Blank Joomla Templates zurück. Gibt es einen Ordner, der zwingend HTML genannt werden muss? Das wird mir so vorgegeben. Und in diesem Ordner HTML kann ich Overrides ablegen. Overrides ist nichts anderes wie eine Datei, die ich verwende, die vor einer Standarddatei vorgezogen wird. Ich überschreibe quasi eine Datei. Angenommen, Joomla Root-Verzeichnis unter Components, Content, suche ich mir hier die verantwortliche Datei für die Ausgabe eines einzelnen Artikels, das ist Default-PHP. Index.html, wissen wir jetzt, ist ein Sicherheitsding. Dann kann ich diese Datei überschreiben, wenn ich eben den Pfad richtig verwende und die Datei den Namen behält. Also die muss zwingend auch Default-PHP bleiben. Also der Name muss zwingend Default-PHP auch bleiben. Und in meinen Ordner, meinen Templates-Ordner, in den HTML-Ordner, lege ich dann, der Pfad ist hier wichtig, com-content-article, diese Default-PHP ab. Und die wird jetzt so als erstes verwendet, also vor der eigentlichen Standarddatei. Das heißt also, in der Standarddatei steht zum Beispiel drin,
H1 und dann kommt mein Text. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, diese Datei eben umzuschreiben. Ich mache erst den Text und dann kommt mein H1. Somit bekomme ich als Webdesigner eben die komplette Macht zurück und kann jede Komponente, die eben nach diesem Model View Controller Prinzip, also nach dieser bestimmten Architektur, programmiert worden ist, kann ich eben überschreiben. Und das funktioniert mit jeder Standardkomponente von Joomla. Und somit habe ich eben das Werkzeug zurück als Webdesigner, um den Quelltext zu beeinflussen. Und das kann nur Joomla. Das habe ich nicht bei WordPress gesehen, das habe ich auch nicht bei Drupal gesehen. Und das ist der Grund, warum ich Joomla liebe. Das ist cool. Man kriegt irgendwie die Power wieder zurück. Man wird hier nicht bevormundet, im Gegenteil. Man sagt, du kannst hier alles machen, selbst mit jeder Komponente, die hier installiert wird. Alles, was nach dieser Architektur eben geschrieben wird, kann ich überschreiben. Das ist mein Override. Sprachdateien kommen in den Ordner Languages. Und dort habe ich einfach mal für zwei Sprachen die Dateien abgelegt. Der Name ergibt sich aus der Sprache, dem Länderkürzel, dem Erweiterungskürzel, dem Namen des Templates und eben der Abkürzung. Hier ist ein bisschen abgeschnitten, das müsste eigentlich sys.ini heißen. Hier müsste noch ein ini stehen. Und diese Sprachdateien, die kann ich verwenden, um eben eine Mehrsprachigkeit in Template zu erzeugen. In der Template Details XML sieht das dann so aus, dass ich die hier einzeln aufzähle, mit dem Tag versehe, für dessen Sprache diese Datei steht. Und dann wird, wenn ich das Template ganz normal installiere, werden diese Dateien in den Ordner Languages abgelegt, weil die Sprache an sich ist ja auch eine Erweiterung unter Joomla. Das Ganze wird so gehandhabt, dass ich mit PHP, Echo, JText eben irgendeinen Text schreiben kann, den ich jetzt übersetzen kann. Ich kann diesen Text in Deutsch übersetzen, in Englisch übersetzen. Das schreibe ich in die Index.php und in die deutsche Datei schreibe ich dann zum Beispiel diese Variable, die ich hier oben einsetze und gebe dem Ganzen eben einen neuen Inhalt. Sie befinden sich hier und im Englischen stünde dann you are here. Und somit kann ich eben eine Mehrsprachigkeit im Template selbst erzeugen. Bitte? Wenn man jetzt zum Deutsch und Englisch Spanisch später dazu installiert, ist dann eigentlich bei der Installation von Sprache automatisch in die Template reingeschrieben? Nein, das muss ich selber reinschreiben. Ich brauch dann den Länderkürzel. Okay, das ist das Problem, wenn ich es nicht. Dann wird es nicht installiert. Ja. Also ich gehe hier von der Vorbereitung aus eines Templates, das ich dann packe als ZIP-Datei und dann später installiere. Ne? Wenn ich jetzt angenommen, ich habe das Template schon installiert und ich möchte eine zusätzliche Sprachdatei hinzufügen, dann muss ich das manuell in den Ordner dann schieben, Languages unter dem Joomla Root Verzeichnis. Ne? Und dann, ich habe gestern zum Beispiel in der englischen Joomla 1.7 deutsches Sprachpaket installiert und alles war gut. Das hat damit jetzt ja nichts zu tun. Das ist die Sprachdatei nur für den Template, nur für das Template. Ne? Also wenn ich jetzt in dem Index.php schreiben möchte, Sie befinden sich hier und dann das Modul des Breadcrumbs einbinde und diese Sprache, ne, diese Sie befinden sich hier, will ich übersetzen auch in andere Sprachen, dann verwende ich eben diese Sprachdateien. Das hat mit den Sprachdateien von Joomla selbst gar nichts zu tun. Weil die sind ja für die Systemnachrichten bzw. für das komplette Backend, im Administration wie im Frontend. Für die Printversion ist die Datei Component.php zuständig, die ist auch zwingend vorgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Druckbutton meines Browsers betätige, dann wird, wenn ich bei den Beiträgen einschalte, dass auch eine Druckversion ausgespuckt werden soll, dann wird die Komponent.php verwendet. Das ist nichts anderes wie die Index.php, nur abgespeckt. Ne? Ich schmeiße alle Module raus und binde eben ein Cascading Stylesheet ein, hier nenne ich es Print.css, was dann eben druckfreundlich ist, ne? Schwarz auf Weiß zum Beispiel. Fehler- und Offline-Seite, dafür sind zwei
Dateien zuständig, Error-PHP und Offline-PHP, die müssen zwingend so heißen. Dann kann ich auch eine Fehlerseite definieren und eine Offline-Seite. Und die dazugehörigen Cascading Style Sheets liegen im Ordner CSS, Error-CSS, Offline-CSS. Ich will dann eigenes nochmal kurz ansprechen. Ordner Images lege ich natürlich alle meine Bilder ab. Könnt ihr auch IMG zum Beispiel nennen, wenn ich noch kürzer schreiben möchte. Und hier habe ich jetzt die Icons, die ich eingebunden habe in der Index.php. Template Preview, die große Vorschau, die angezeigt wird im Joomla Backend, wenn ich auf das Template Thumbnail klicke. Also es sind zwei Vorschaubilder von das Template. Und das Favicon ist nichts anderes wie eben das kleine Bildchen in der URL im Browser, wenn ich die Seite aufrufe. Was in dem Blank Joomla Template noch mit dazukommt, sind eben sämtliche PSD-Dateien für Photoshop, um eben die einzelnen Bilder noch nach seinem eigenen Gutdünken zu füllen. Und zu guter Letzt der Workaround, um das Blank Joomla Template überhaupt zu verwenden. Herunterladen unter blank.vc, entpacken und umbenennen, Template Details XML bearbeiten, die Sprachdateien umbenennen, Bilder erstellen, die notwendig sind, den Template-Ordner zippen und dann kann ich das ganze Template installieren in meiner Joomla-Instanz und kann dann anfangen, eben meine Template-Entwicklung direkt im Browser weiterzuführen. Dankeschön. So, erste Frage. Nee, man gibt die Namen eben selbst, die Modulposition. In der Template-Details XML vergebe ich die Namen selbst. Und da sollte man eben auch Namen wählen, die einprägsam sind. So User 1 bis 4 ist schlecht, ich habe keine Assoziation. Besser ist Menü, Sidebar, Breadcrumbs und so weiter. Gute Frage. Verstehe ich nicht ganz. Ich habe die Möglichkeit, CSS3 einzusetzen. Ja, klar. Aber der würde mir das ja entsprechen. Ja, also die Eigenschaften, ne, sowas wie Border Radius, das muss ich selber noch einschreiben. Und mit Pi, unter Pi, CSS3, Pi.com, habe ich so einen Generator, der mir eben CSS3 ausspuckt. Ne, für WebKit, für Mods, für eigentlich CSS3. Nee, nicht getroffen. Ich habe die Frage auch nicht so ganz gut. CSS3-Spezifikationen, die sind zurzeit noch zusätzlich zu allen anderen Spezifikationen, die sowieso für ältere Browser benutzen. Ist das richtig? Ja, genau. Und dieses Pi hilft mir und der Modernizer hilft mir, eben Fallback-Lösungen zu schaffen. Beziehungsweise bei Pi habe ich drei Eigenschaften, die ich verwenden kann, CSS3. Das ist Border Radius. Farbverlauf, also Linear Gradient und Box Shadow. Und diese drei Sachen kann ich eben auch für den Internet Explorer 6 verwenden. Alle anderen CSS3 Features kann ich mit diesem Modernizer abfangen, wenn da steht jetzt zum Beispiel No Border Radius und kann da eben eine Fallback-Lösung mitgestalten. Dann nimmt der diese, genau, damit habe ich die Alternative. Na trotzdem, das ist doch gut. Ja, ich bin, nicht nur ich bin der Autor dieses Buchs, sondern auch Andreas Lehr, der für das Screen Design zuständig ist. Und jetzt habe ich noch eins für 1.5. Die Hände bleiben oben. Da hinten die Dame, bitte. Ja, Sie. Könnten Sie mal sehen, wie das leere Template aussieht? Das leere Template? Das, was wir jetzt, das ist eine weiße Seite. Da ist nichts. Da ist null. Gar nichts. Das ist eine weiße Seite und ich fange direkt an, in dem Bodybereich meine HTML-Struktur zu hinterlegen. Also ich fange direkt mit dem Coden an. Ne? Also
Ich habe den Ordner gesippt, ich habe das vorbereitet, das Blank-Tumor-Template, nach meinem Gutdünken und fange dann direkt im Browser an, den Quelltext zu kodieren. Ja, so ist das Ganze gedacht. Ja, bitte. Der Unterschied zwischen 1.6 und 1.7 besteht eigentlich nur darin, dass das Menü bei 1.6 mir IDs ausspuckt im Quelltext, also Item 101. Ja? Das ist eine ID in Joomla 1.6 und Joomla 1.7 ist es eine Klasse. Das ist der große Unterschied. Ansonsten kann man dieses Buch Templates für Joomla 1.6 durchaus für 1.7 verwenden. Bitte? Die sys.ini ist eigentlich nur fürs Backend gedacht, um eben bei Komponenten zum Beispiel, um wenn ich da jetzt bei Komponente klicke, um die Menüeinträge auch veränderbar mal zu machen, also übersetzbar zu machen, ne, um im Backend eben Einträge übersetzbar zu machen. Wird für die Template-Gestaltung eigentlich nicht verwendet. Ich habe es jetzt nur ergänzenderweise noch aufgezählt. Bitte? Ich nehme nur die PHP-Datei bei dem Override und kann natürlich den Pfad zum CSS wechseln. Also das ist ja das Coole an Overrides. Ich kann den kompletten Inhalt dieses Overrides ändern. Ja, und somit eben auch den Pfad zum Cascading Style Sheet. Innerhalb dieser PHP, genau. Ja. Ganz da hinten. Ja, da muss irgendwie eine Weiche her. Besser ist, ich gestalte mein Template schon mit dem Augenmerk, dass das eben auch bei Smartphones funktionieren muss und kann dann mit CSS, mit Media Queries, Stichwort Media Queries, die Gestaltung so ändern, dass es eben auch für Smartphones funktioniert. Das ist eigentlich der elegantere Weg. Mal da drüben gucken, noch Fragen? Ja? Nee, das ist ja der Clou von Overrides. Ich kann updaten, so viel ich will. Ich weiß, dass ich nicht mehr direkt reinquetsche, das kann ich schon. Aber wenn genau. Ich jetzt mir eine Datei oder mir eine Änderung rausziehe in meinen eigenen Bereich als Override reinschreibe, man wird ja für den Teil dann nicht mehr verstanden. Genau, man ist natürlich für den Update seines eigenen Overrides zuständig. Nee, in den Templates-Ordner kommt kein Update. Also es wird nicht automatisch, wenn ich die Com-Content. Die unterliegt jetzt dem Update, ne? Und das wird nicht automatisch in den Template-Ordner geschoben. Da bin ich selbst für zuständig. Ja? Aber je nachdem, was eben Veränderungen sind, bitte. Das war jetzt sehr grundlegend, fand ich gut. Wie wird es aussehen, wenn es eine 1.8 oder 2.5 gibt? Wird das dann sehr davon abweichen, was wir jetzt gesehen haben? Die Abweichung wird sich in dem gerade abspielen, wie sich Joomla eben abweicht von den Versionen. Aber im Großen wird es bleiben, weil die Template-Entwicklung ja im großen Webdesign ist. Ich benutze natürlich die Joomla-API als Schnittstelle und das Ganze, aber Modernizer, Py und das HTML, CSS, JavaScript, das ist alles Webdesign. Das pures Webdesign hat mit Joomla nichts zu tun. Die Kenntnisse, die man sich hier aneignet, die kann man dann auch für jedes andere System nutzen. Die Sache ist eben, wie verändert sich die Ausgabe zum Beispiel, wenn ich jetzt das Menü dann verwende, da ist jetzt von 1.6 auf 1.7 von einer ID zu einer Klasse geworden. So Sachen muss man dann eben gucken. Aber das wird dann auch nachzulesen sein, welche Veränderungen da sind. Und das Blank-Joomla-Template halte ich auch immer aktuell für jede Version. Ja? Ich fand die Frage, wie sieht dieses Blank-Template aus, gar nicht so dumm. Klar, weiß, weil nichts drin ist. Genau. Wenn ich jetzt mit Firebug rübergehe, habe ich dann schon eine Grundstruktur mit Kopf und Seiten? Ja, genau. Nee, das ist schon da. Also die Metadaten werden geladen. Ne? Alles, was für den Browser notwendig ist, wird schon geladen. Das, was in dem MIDI-Template da ausgespuckt wird, so sieht ungefähr auch das Blank-Joomla-Template aus. Natürlich sind die Icons noch dabei und das, was ich eben als Erweiterung aufgezählt habe. Da. In der
Datei ganz oben drin steht ja neben diesem typischen XML-Quatsch auch noch gleich dieses Installation Version 1.5 bla 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 gleich Method irgendwie gleich Template. Interessanterweise gibt es für Komponenten oftmals die Geschichte, dass man Method gleich Upgrade mit hinten dran fügt. Warum ist das hier nicht erwähnt? Oder also war das mit Absicht nicht erwähnt? Oder warum? Genau, das war mit Absicht nicht erwähnt, weil ich keine Ahnung habe, was dieses Upgrade, kenne ich nicht. Okay, darf ich das dann kurz erklären? Vielleicht ja, bitte. Also wenn man... Schade, ich habe so, kein Buch mehr. Also können wir diese XML-Datei nochmal sehen auf die Schnelle? Danke übrigens für den sehr schönen Vortrag bis jetzt. Also ich habe mitgenommen. Ich weiß aber nicht, wo es jetzt heißt. Okay. Index erweitern. Da, stopp, danke schön. Okay. Ja. Ah. Okay. Genau. Und zwar, also hier steht ja Install Version 1.7 Type gleich Template. Das bedeutet ja im Endeffekt, okay, es ist für die Version 1.7 und ich will ein Template installieren. Wenn ich dahinter Method gleich Anführungszeichen Upgrade einfüge, kann ich eine neue ZIP-Datei erzeugen, die alles überschreibt, was da drin ist oder sich verändert hat, sodass ich nicht erst das alte deinstallieren muss, zum Beispiel bei Komponenten oder so, sondern ich kann es gleich drüber bügeln. Sexy. Ja, das ist sehr sexy. Das wird auf jeden Fall Einzug finden ins Clang Tumor Template. Können Sie das gleich mit aufnehmen? Live kodieren jetzt. Ja. So, das geht für alles. Das geht für Plugins, Template. Für sämtliche Erweiterungen, also alles, was Erweiterungen ist. Cool. Da? Kannst du die URL nochmal nennen? Ja. Na? Ach, geht nicht. Hallo. Also die Präsentation ist übrigens in HTML5 geschrieben. Da. Moment, es geht auch größer. Verdammt. Nein. Aber man kann es nicht runterladen. Nee, es ist eine HTML-Präsentation eben. Man kann Datei speichern unter. Also da ist eine, ach echt? Das ist eigentlich nur eine Index-HTML, aber ich kann ja mal gucken, dass ich da noch einen Download-Link mit einfüge. Komme ich jetzt nicht ganz. Ja. Okay. Da ist noch eine Frage. Diskutiere ich eigentlich per Hand, beziehungsweise ich arbeite mit einer Codefetzen-Bibliothek, ne? So Schnipsel-Bibliothek. Und für Mac benutze ich da Clip-Menü. Das ist ziemlich lässig, also da kann man alle seine Schnipsel ablegen und hat die direkt oben im Menü parat. Ne? Für Windows kenne ich leider keinen Pardon. Nee, aber gerade so, wenn du jetzt verschiedene Browser-Varianten brauchst, ja? Ist dieses Clip-Menü das? Nee, das Clip-Menü ist nur ein Tool. Wenn es jetzt für verschiedene Geräte ist, habe ich beim Mac das Xcode installiert und da kann ich eben iPad und den iPad-Emulator und den iPhone-Simulator öffnen. Ne? So. Ansonsten muss man eben den Browser vielleicht einfach mal auf die Größe skalieren. Ja. So. Also zwei Sachen, eine Frage und ein Hinweis daraus für die Leute, die nicht Hardcode möchten, sondern sehen möchten, wenn man da so ein paar Parameter ändert, gibt es von Skybound. So ein Stylizer heißt der, STYLIZER,
3R, der kostet Geld, aber da kann man, das gibt es für Mac und für PC, da kann man dann wirklich mal die Abstände so richtig verschieben und direkt im Browser und in verschiedenen Browsern dann nämlich auch sehen, wie sich das auswirkt. Aber jetzt hätte ich noch eine Frage, weil ich weiß nicht, ob du der richtige Ansprechpartner bist, aber ein paar Leute. Weiß ich auch noch nicht. Das Bootstrap von Twitter als Grundlage. Gut. Das schon jemand. Das sagt mir nichts. Bootstrap von das Twitter. Okay. Auf Lest basiert das. Ah ja, ja, habe ich schon mal gesehen. Das, ja. Wo Twitter mit funktioniert. Mhm. Die haben jetzt das zur Verfügung gestellt. Ja, sicher, es gibt viele Tools, sage ich mal, die einen versprechen oder auch einhalten, die versprechen, die Arbeit zu erleichtern. Lest zum Beispiel, um Cascading Style Sheet eben eleganter zu programmieren oder zu gestalten. Ich selber bleibe immer gern bei der Minimalkonfiguration. Ne? Editor, das ist wie bei dem Film Leon, der Profi, kennt ihr, mit Jean Reno? Ganz zum Schluss kommt man zum Messer. Ne? Die Profis benutzen quasi also das minimalste Tool. Ne? Und ich bin einfach ein gebrandmarktes Kind. Also Visivic-Editor kann ich eh nichts mitarbeiten. Und dieses Less habe ich mal ausprobiert, aber hat jetzt noch nicht Einzug gefunden. Aber danke für den Tipp. Ja, weil man da ja jetzt wirklich dann von Null fast anfängt. Und bei ist damit bei der Modernizer, aber dass man sagt, okay, bei so einem leichten zum Design, ein kleines Framework. Ja, das kann man sich ja dann selbst als Code-Schnipsel hinterlegen. Bitte. Wenn ich den Pinsel probiere, dann muss ich möglichst immer auf meine Vorreizung verzichten. Ja. Der läuft auch durch mit Overrides. Ne? Also. Ja, ich weiß, aber falls er nicht mal etwas erhoben werden würde, was ich überreitet habe, dann würde das ja nicht. Ja, ich benutze erstmal gar keine Overrides. Ich habe nicht irgendwie ein Basispaket, wo alle Standardkomponenten mit überschrieben werden, sondern ich benutze sie nur bei Bedarf. Es soll jetzt ja irgendwas überschrieben werden, wo ich die HTML-Struktur ändern muss. Was ich nicht mit Cascading Style Sheet hinkriege, dann benutze ich einen Override. Das heißt, Entschuldigung, bitte? In dem Blank Template haben Sie kein Override. In dem Blank Tumor Template kommt kein Override mit. Das ist ein Kapitel für sich, da könnte ich einen weiteren Slot öffnen und dann. Ja. Bitte? Aber ab 1.6 wird HTML5 generiert. Ne? Ich generiere HTML5. Ah, Moment. Ja, also der Webdesigner generiert. Ne? Ich wollte das jetzt nicht sagen. Aber Joomla generiert doch kein HTML5. Nein, ich. Das heißt, wenn Joomla in Template-Stellen was reinschreibt und Joomla produziert auch Code. Produziert auch ja, klar, logisch. Dafür habe ich ja meine. Override zwingend erforderlich, wenn ich oben reinschreibe mein Template, den Index vom Template HTML5. Ja, da genau. Kann ich mich ja schon nicht mehr auf die Joomla-Ausgabe 1.6 verlassen, weil die produziert ja kein Fünfer, sondern valides X-HTML. Ja, aber dieses Doctype HTML kann man jetzt schon verwenden und das macht den W3C-Validator grün. Ja? Und es ist rückwärts kompatibel. Also ich brauche dann nicht mehr XHTML 1.1 oder HTML 4.0 strikt, ja? Sowas. Sondern Doctype HTML reicht vollkommen aus. Und ich kann aber diese Sprache oder diesen Dialekt von HTML kann ich dann weiterhin verwenden und es wird immer noch valide angezeigt und korrekt. Okay, bitte? Das Mini-Template, das kann man ja sich rausziehen. Ne? Das sind ja nur zwei Dateien, das kann man sich selbst. Ja. Da ist nichts dabei. Da ist Apple. Ne? Da fängt man wirklich blutig von vorne an. Das ist nur, es ist funktionstüchtig. Ne? Ich habe dann ein Template und kann damit eben anfangen, wirklich bei der Basis. Ne? Genau, der Content würde angezeigt werden. Ja. Genau, ohne Cascading Style Sheet eben mit allen. Das ist ja meine zweite Frage, wenn ich jetzt von Kunden Photoshop-Dateien bekomme. Ja. Wie sind denn da die Erfahrungswerte, wenn wir jetzt ein, sagen wir mal, durchschnittliches, aufwendiges
Template hat, wie lange dann die Umsetzung von diesem Mini zu dem richtigen Template dauert? Also ich benutze ja das Blank-Joomla-Template, das ist mein Ausgangspunkt für jede Umsetzung. Und über Jahre hinweg kann ich sagen, dass eine Photoshop-Datei im Schnitt ungefähr 3 Tage braucht, bis man die in einem Template umgesetzt hat. Je nachdem. Ich meine, habe ich da Slideshows mit drin, irgendwelche Features? Das ist ja, kommt eben auf Screen Design an, ist nur so ein Schnitt, nur Durchschnittswert. Bitte? Genau. 5 oder 6 verschiedene Farben und sehe damit dann die Bereiche der Seite. Wenn ich in deiner CSS-Datei. Ja, dem Bodytag zum Beispiel eine Farbe von weiß auf grau stelle, dann sehe ich das direkt im Browser. Ne? So arbeite ich auch. Ne? Ich switche immer hin und her zwischen Cascading Style Sheet, also zwischen dem Editor und dem Browser. Und guck dann. Und damit mache ich mir quasi die verschiedenen Bereiche sichtbar. Ja, genau. Mit Hintergrundfarben kann man natürlich arbeiten. Ja. Bitte? Nee, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist Open Source. Alle Templates, die drunter kommen, ist ja kein Design dabei. Das muss man ja selbst da reinbringen. Und das stelle ich einfach zur Verfügung. Das ist mit Joomla, verdiene ich mein Geld und das ist mein Feedback, also das, was ich zurückgebe.